Gut. Brotax. Ja, finde ich eine ganz ausgezeichnete, finde ich ganz ausgezeichnet. Dann bitte doch mal überreden. Du agierst gegen Gräume. Da muss man sich sowieso nicht anstrengen. Das heißt, ja, ich gebe dir deinen Nachteil rein. Ich gebe dir eine +3 für die Kulturkunde, die fehlende, aber eine -10 für die schöne Vorbereitung, also für diesen schönen Spruch. Okay, also mein Muss dann Nachteil. überreden -2 sein, ne? Ja, genau, überreden, -2. Moment, -2 eintragen Wenn man doch und. nur diesen Nachteil nicht hätte. Ah, das wäre so schön. Das ist So, trotzdem eine gute gut. Probe. 9. Gut. 9 sind 10, sind 5. Wirklich nicht überreden? Na Können egal, ich hab's nicht wir gewürfelt. diese Plakate drucken lassen, diese Schandreden? Ja, klar, also wenn du dann noch weiteres Geld in die Hand nehmen möchtest, kannst du Ja, auch ich weiß nicht, was das kostet, soll ich ihn drucken lassen? nur Flugblätter, also Flugblätter, genau. weiß ich nicht, ein Flugblatt kostet vielleicht ein Kupfer oder sowas. Dann kannst du halt viele, Ja. viele Flugblätter drucken, ne? Du hast hier Genau, eine eigene Druckerei. Die 16, das ist die Schreiberschule. Da ist dann ein würde ich nur noch typografisches Institut. 10 Dukaten in die Hand nehmen, um möglichst viele Flugblätter zu verteilen und auch verteilen zu lassen. Ausrufer oder durch irgendwelche Knaben, Leute, die durch die Stadt gehen und diese Flugblätter verteilen und 1000 rumkleben. Flugblätter. 1000, das sind fast so viele Leute, wie hier wohnen, oder? 1000 Also Flugblätter, da ja. können sich zwei Straßenkinder können sich immer ein Flugblatt teilen. Ja gut, dann halt irgendwie 5 Dukaten für den Nein, Druck nein, mach selber ruhig und 1000, 5. mach ruhig Nein. 1000, ich bin dafür. Flute die ganze Stadt mit dem Schild. Ich würde dir Geld geben, aber ich habe nur noch 30 Dukaten. Gut, dann mache ich 10 Dukaten für alt insgesamt. Und dann kommen wird diese Flugblätter gedruckt halt. Ich wollte gerade sagen, Flugblätter sind doch dafür da, dass sie auf der Straße rumliegen. Ja, genau. Okay, dann haben wir es. Ich Eine möchte Frage kommt noch hinzu, dass eine man Sache sagt. tun. Es sind doch diese Zeugenaussagen, die an der Wand genagelt waren. Die schriftlichen aus Elberum. Also da steht, dass es Zeugenaussagen geben wird und Iphemia hat wohl auch unterschrieben einen kleinen Bericht und ihr wisst nicht, was in den Beweisen dann drin steht. Das wird dann Okay, von der Staatsanwaltschaft es klang so, als vorgelegt. wären da schon irgendwelche, sorry, irgendwelche Aussagen aus Elberum mit an die Wand genagelt, um uns zu Ja, beruhigen. also Abelmir hat was mitgehört. Das Hörensagen hat beim Malokwi wohl an der richtigen Stelle dann zugehört, wenn es nicht darum ging, was für ein großer Kackerhaufen du bist. Ja, ich habe die Aussage nicht weitergegeben, also nicht, dass ich jetzt für mich behalte, ist klar, Ich hätte noch hoffentlich. eine Frage. Wie teuer wäre es, hier in der Schule des Seidenen Scheins mitten zur Praios-Stunde in den Himmel eine große Schrift zu projizieren? Okay, Durch. interessant. Du willst das durch das Illusionsinstitut machen? Genau, ja, Schule des Wer, wenn Seidenen nicht die? Scheins. Ja, Wer, okay. wenn nicht die? So ein Reichweitenvergrößerter Was Mentheneke? willst du reinschreiben? Genau. Gräume sind Lügner, glaubt ihnen nicht. Wie die ganze Stadt auseinandernimmt. Ja, okay, Gräume sind Lügner, groß über den Himmel verteilt. Ja. Warte, ist unsere Anschuldigung nicht, dass wir Elberum auseinandergenommen haben? Ja, Plünderei und Sollten wir dann Brandstiftung. jetzt wirklich Zeugen auseinandernehmen? Dann Naja, egal. was heißt auseinandernehmt? Also ihr macht halt die ganze Stadt wuschig. Ja, richtig. Wenn wir am Ende verurteilt werden, gibt es einen Aufstand. Gut. Ja, weiß ich nicht. Was kostet so eine Illusionsschrift? Das müsstest du mal bitte nachgucken. In den Akademiebänden, was eine Illusion dann kostet. Also ich glaube, das ist nicht so teuer, aber muss halt in den Akademien bei den Preisen stehen. Preise findest du im Hallen Arkana Macht auf Seite, ich glaube, 43. Kannst du mal gucken? Ich Ja, habe das gerade nicht zur Hand. das ist ja abhängig dann von, das Ja, könnt warte, ihr. okay, schau du mal nach der Schule des Seidenen Scheins und sag mir, welche Quali und Preis die in Illusionen haben. Das könnt ihr gleich mal Ich. recherchieren, während wir, glaube ich, dann diese Vorbereitung abschließen, die 2 Tage. Macht ihr noch was mit der Information, die ihr von Abel mir bekommen habt? Ich reiche eine Gegenklage ein. Rufmord. Rufmord, gut. Außerdem natürlich angewandte Dämonologie, Frevlerei, Ketzerei, Hinterziehung ihrer Majestät Steuern und Rütteln an den Grundfesten Alvarans. Tatvorwurf der Kollaboration mit dem Feind, Tatvorwurf Minderpakt. Alles Ich dabei. freue mich so. Ja, okay, also ja, gut. Dann können wir, glaube ich, anfangen. Ja, der Gerichtssaal, den ihr dann nach 2 Tagen mit einem mulmigen Gefühl im Bauch betreten könnt, ist es zwar nicht das erste Mal für euch, aber es ist schon einige Zeit her und diesmal können tatsächlich auch Dinge passieren, die,
Ja, die schwere Konsequenzen nach sich ziehen. Immerhin werdet ihr angeklagt, auch wenn es nur zivilgerichtlich ist, aber da kann dann doch schon eine ganze Menge passieren. Schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Cheriseth, beschreibt doch mal bitte, wie es da aussieht und was Sie dann so zu erwarten haben. Wer dann vor Ihnen sitzt, wenn Sie nach und nach reinkommen? Ja, der Gerichtssaal ist auf dem Gebiet des Fex-Tempels errichtet worden. Das ist tatsächlich ein großzügiges Gebäude, wie man es auch in einer Händlerstadt wie Zorgan erwarten kann. Es ist ein altehrwürdiger Saal. Man sieht hier noch die Einflüsse der mittelreichischen Herrschaft, sodass alles halt recht gesittet ist. Alles ist mit dunklem Holz vertäfelt. Vorne steht ein großes Pult, an dem wohl die Richterin Platz nehmen wird, gesamt mit den geladenen Schöffen. Der Gerichtssaal ist abgetrennt durch eine kleine Barriere. Dorthinter können die Zuschauer sitzen. Und davor gibt es den Tisch der Ankläger und den Tisch der Verteidiger, beziehungsweise der Angeklagten. Außerdem, was natürlich nicht fehlen darf in einem aventurischen Gerichtssaal, sind die großen Fenster, die das Licht des Herrn Preios hereinlassen. Ja, wer sitzt dann vor Ihnen? Beziehungsweise wird dann irgendwann im Verlauf eintreten, nachdem dann viele Leute Platz genommen haben. Als letztes tritt dann natürlich Sie selbst ein. Was ist das für eine Person? Ja, Cherisessa Bahadamara ist eine nicht besonders große, gewachsene Frau. Sie ist Ende 40, sieht recht streng aus, trägt Kleidung aus sehr erlesenen Materialien. Sie ist offensichtlich eine Dame der Oberschicht und von dem, was ihr von ihrem Akzent gehört habt, auch gebürtige Zorganerin. Frage, sind Kiaras und Iserun als Zuschauer, als Zeugen auch anwesend? Wahrscheinlich, ne? Die werden auch Ja. irgendwo hinten Platz nehmen. Dann sitzt natürlich auch ein kleiner Grolm auf der Bank der Ankläger. Was ist das denn für einer? Ihr seht Gomur, ein Gunner, fein gekleidet, in beste Seide gehüllter, gar stattlicher Grolm, groß gewachsen, mutig und trägt wohl seine Bürger. Zeichen ganz eindeutig auf der Brust. Er scheint auch aus Zorgan zu stammen und er funkelt euch schon mit einem bösen Blick an. Ja, wenn er sich erhebt, ganze stattliche 1,10 Meter. Ja, schon beeindruckend. Da muss auch Aber Boltax anerkennend nicken. er hat aber auch einen kleinen Schemel dabei, damit er dann auf ganze 1,20 wächst, auf den er sich stellt, wenn er spricht. Nur um seine Größe zu betonen. Ja, und wer dann gemeinsam mit der guten Sherithes eintritt, ist dann ein weiterer kleiner, es ist kein Grolm, es ist ein Zwerg, der wohl aufgrund der delikaten Angelegenheit und der Lex Zwergica auch hier einberufen, einbestellt worden ist. Ein Brillantzwerg, der ebenso hineinstiefelt. Ja, Aurosh Grasho-Sekrimel, der oberste Rechtssprecher der brillanten Handelsverbindung in Aranien und Diener Fexens unter Funkelndem Berg. Ein stattlicher alter Zwerg mit langem silbernen Bart, in den Rubine und goldene Fäden eingeflechtet sind. Sein Schädel kahl geschoren und überdeckt mit silbernen Tätowierungen auf seiner Stirn, sieht man zwischen grimmigen Augen das Zeichen Fexens. Seine Kleidung weiß, hell um seine Schultern, ein roter Fuchs. Lebt dieser Fuchs noch oder hat er geblinzelt? Man weiß es nicht. Ich nicke ihm freundlich zu, Väterchen. Möge heute recht gesprochen werden, Bruder. Ich hoffe. Gut, dann können die Verhandlungen nach und nach beginnen. Ja, Gerichtsdiener werden dann natürlich auch darum bitten, dass Ruhe einkehrt im Saal, das Murmeln dann nach und nach verstummt.
Ihr könnt auch sehen, wie dann die Türen des Gerichtssaals verschlossen werden, auch draußen. Viele, viele Zeugen, potenzielle Zeugen oder auch Zuschauer, ihr seid euch nicht ganz sicher, die sich da drängen. Und jeder möchte so einen Blick erhaschen, möchte dann schauen. Ihr könnt auch sehen, wie wohl einige Leute von Zeitungen anwesend sind. Also sowohl der aventurische Bote wurde geladen, als dann eben auch die Zorganer und die Kuntiumer Spierblätter. Zorgan ja selbst auch eine große Druckerei. Und die sitzen dann, stehen dann vorne in den Ecken. Ihr könnt dann sehen, wie sie dann schreiben, mit ihren Federn kratzen, obwohl noch gar nichts passiert ist. Und viele Leute, die dann draußen murren, weil sie selber mit zuhören wollen. Also es hat schon einige Brisanz. Ich würde wirklich, wirklich ein bisschen mulmig. Gut. Dann beginnen wir. Wenn die Helden vor die Schranken eines Gerichts treten, egal auf welcher Seite, können sie diese Regeln verwenden, um den Ausgang des Prozesses zu ermitteln. Dann fangen wir an mit den Tat- und den Entlastungszeugen. Natürlich wird erstmal die Klageschrift vorgelesen. Was wird denn den Helden an ihrer Schandtat zugrunde gelegt? Was soll denn eigentlich geschehen sein? Gumur, trage doch bitte einmal vor. Ja, Gumur erhebt sich und stellt sich auf seinen kleinen Schemel, trägt sein schweres Buch auf und legt es vor sich. Ehrwürdige Richterin und alle Anwesenden. Ja, hier, heute sind wir versammelt in gar wichtiger Sache. Wir sind hier, um Recht zu sprechen. Und heute klagen wir an, wir Gräume, diese Schandtäter dort drüben. Es fand statt. Ja, es ist gar nicht lange her. Da begaben sich diese drei in bösartiger Absicht und mit Mordeslust auf ihren Lippen auf ein Gebäude zu. Ja, ein Gebäude, bewohnt von Gräumen, bevor es demnächst in die Hände ihrer eigentlichen Besitzer übergeht. Zwei menschlicher Kinder. Es ist ein Waisenhaus. Verkauft wurde es am 30. Ingerim 1027 nach Bosporansfall. Dies Ganze habe ich natürlich hier in einem Dokument, wenn Sie es eigentlich einmal anschauen möchten. Daraufhin sind diese Ungetümer dort vorne. Ja, sie sind auf die armen Bewohner losgegangen. Mit Magie, mit Schand und mit Gewalt sind sie vorgerückt, um das Haus zu beschlagnahmen, sich selbst einzuverleiben, die örtlichen Besitztümer an sich zu nehmen, zu plündern und zu morden. Und jetzt hier und heute, nachdem sich meine Brüder und Schwestern nicht mehr selbst hier einfinden konnten, weil sie nicht mehr reisefähig sind, weil die schwersten Verletzungen beinahe erlegen sind, müssen wir uns hier heute versammeln und Recht über sie sprechen. Plünderer, ich wage es fast zu sagen, vermutlich gar Mörder. Ja, und ich hoffe, dass hier heute nicht nur ein Zeichen für die Menschen gesetzt wird, nein, auch für Gräume. Denn auch wir sind Zars Kinder, auch wir haben Schutz verdient. Und ich denke, dass dieser Prozess einmalig beweisen sollte, dass auch Räume vernünftig behandelt werden sollten. Ja, ist auch direkt laut geworden und so gesagt, dass das hier ein Kinderheim dann angegriffen haben, anzünden wollten, plündern wollten, wurde auch direkt die Meute wieder so ein bisschen haben gemurmelt und geraunt und. Ja, wie geht's weiter, Sherides? Dein Gerichtssaal. Vielen Dank für das Vortragen der Anklage, Ankläger Gumur. Wir werden direkt beginnen mit der Verteidigung der Angeklagten, wenn sich die Angeklagten vorstellen mögen. Nun, hohes Gericht, euren Beisitzer, liebes Publikum. Sicherlich sind unsere Namen und Gesichter nicht zuletzt durch die Maßnahmen unserer Ankläger wohl in der Stadt bekannt. Wohl sicherlich aber auch durch das, was wir eigentlich tun, nämlich dadurch, dass wir heldenhaft nicht nur Aranien vor der Vernichtung gerettet haben, sondern sogar Oron wieder heim in euer Reich holen konnten. Ein genialer Angreifenmund, Herr Praxis hat mich auserwählt, die Sünder, die Paktierer und die Bösen zu schlagen. Und das sind meine Begleiter, die Sie sicherlich vorstellen werden.
Der lange Lulatsch in dem Kleid, bitte. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich stehe auf, verbeuge mich vor dem Richter, vor der Gildenmagierin. Abelmir Yamorinus, ordentliches Mitglied der Grauen Gilde des Geistes, zweifacher Drachentöter, Held von Gareth, Vernichter der Schwarzen Festung, Dämonenarchenschlechter. Was gibt es mehr zu sagen? Unser Beitrag im Kampf gegen die Schwarzen Lande ist wohl einzigartig. Ja, die Richterin zieht eine Augenbraue hoch, die immer höher in Richtung Haaransatz wandert, je weiter du redest. Unterbricht dich aber erst einmal nicht. Sie schaut auffordernd den Zwerg an. Väterchen, hohes Gericht, Herr Kläger, ich glaube, ich muss mich gar nicht so viel vorstellen. Mein Name ist Boltax Korschorogram. Einige der Brillanzwerge werden mich sicherlich kennen. Ich war unter anderem beteiligt an der Evakuierung Logolosch und habe hier im Krieg gegen die Miona auch gut geholfen. Ansonsten bin ich ein bescheidener Diener der Elemente. Und mehr gibt es eigentlich vorerst nicht zu mir zu sagen, was Wert tun würde. Ja, sehr ausführlich, wirklich. Wir werden nun einzeln die Angeklagten in den Zeugenstand rufen. Der Ankläger wird sie dann einzeln verhören. Beginnen werden wir mit dem Preiausgeweihten. Bitte tretet nach vorne. Man erhebt sich und tritt in den Zeugenstand. Frage aus dem Off. Muss ich vereidigt werden? Muss ich mich selbst vereidigen? Oder wird als Preiausgeweihter angenommen, dass ich immer unter Eid stehe? Du musst einen Eid dann explizit erfragen und der kann dann stattgegeben werden, wenn du dann deine Aussage bekräftigst. Also das gibt natürlich auch nochmal den Regeln nach eine +2. Muss ich diesen Eid Kamal bekräftigen oder reicht das? Nein, das ist einfach nur, dass du unter Eid vor Preios schwörst und dann bekommst du die +2 und darfst einfach nicht mehr lügen. Eure Ehren, Richterin, wenn es genehm ist, würde ich gerne im Sinne meines Herrn, selbstverständlich, vorher meine Aussage beeidigen. Nur falls es noch Zweifel an der Rechtschaffenheit meiner Worte gab. Bitte tut dies. Und dann wird sich dann, wie es der Brauch ist, kurz in den Finger ritzen. Wird dann nicht das Blut nirgendwo hintropfen, also wirklich nur so einen einzelnen Tropfen, der sich auch in der Hand zerreibt. Man will ja hier keine Sauerei veranstalten. Nun, so schwöre ich vor diesem Lichte, vor dem Fürsten der Götter und vor seinen 11 Geschwistern, dass ich die Wahrheit, nichts als die Wahrheit und die reine Wahrheit sagen werde. Soll ich mich der Lüge schuldig machen, sollen sich die Tore Alvaran auftun und der Herr Praios selbst soll mich mit seinem schmetternden Bannstrahl hinfortschlagen. Und blicke ich den geräumischen Ankläger an. Nun, stellt eure Fragen. Gumur, wird er von seinem Hockerchen aufstehen, sein Buch unter seinen Arm klemmen und dann langsam vor dir auf- und abschreien. Wenn ich das hier richtig lese, seid ihr Jarlan Greifenmund. Ist das korrekt? Ja, Greifenmund, euer Ordensname ist Ökurian von Zorgan, falls es Bewandtnis hat. Ja, richtig. Ist das korrekt? Wenn ihr einmal so freundlich wärt fürs Gericht, würdet ihr eure Handschuhe ausziehen? Ich zieh meine Handschuhe aus. Wenn ich mir Raum. Eure Hand gar ansehe, ist es dann korrekt, dass diese Veränderung durch ein gar dämonisches Artefakt zustande kam? Diese Veränderung ist eine Kriegsverletzung, die im Dienste der Götter erlitten wurde. Wart ihr also nicht der Kapitän einer Arche, wie ich es hier lese, die blutige See plagt und so viele Menschen und so viele Zwerge schon in den Tod gerissen hat? Einspruch, was hat das damit zu tun? Es geht darum, den Angeklagten kennenzulernen, verstehen, warum der Angeklagte handelt. Er ist ein Diener Praios und ein Diener Praios muss sich auch rechtfertigen für sein ehemaliges Handeln, damit wir verstehen können, warum er hier und heute gehandelt hat.
Geht es also um seinen Leumund? Richtig. Also, wart ihr der Herr einer Dämonenarche? Ja oder nein? Im Dienste der Götter habe ich alles getan, was in meiner Macht stand, um die, die ihn freveln, zu schlagen. Wart ihr der Herr einer Dämonenarche, ja oder nein? Ich war nicht der Herr, wohl aber ihr Kapitän. Ah, natürlich, natürlich. Wo der auch der Unterschied sein mag. Aber ja, wo ich auch gerade hier lese, ich habe ja einiges gesammelt über euch, muss ich ja lesen, trotz eurer Prios-Feier seid ihr ja gar gesucht. Ist das korrekt? Die, denen die Götterdiener ein Dorn im Auge sind, tun vieles und auch viel Unrechtes, um sich ihrer zu entledigen. Ja, die Unrechten und die Rechtlosen trachten mir nach dem Leben. Ist dann korrekt, dass man euch hier in Pericum gar verhaften würde, wenn ihr dort gesucht seid? In der Markgrafschaft Pericum genießen wir einen nicht exzellenten, aber doch hinreichenden Leumund, um nicht ins Gefängnis geworfen zu werden. Ah, weil hier steht, was ich habe, ist ein Steckbrief von euch. Erkennt ihr euch? Seht ihr? Das sind eure Gesichtszüge. Und wie ich euch bereits informierte, ist dieser Steckbrief von unrechten Männern fertigt worden, um die Rechtschaffenen hinfortzudrängen. Anspruch, dieser Steckbrief entstammt nicht Pericum, sondern der Perlenmeerflotte. Entschuldigt. Natürlich, der Perlenmeerflotte. Und die dort aufgeführten Vorwürfe sind Lügen und Betrug. Also seid ihr damit einverstanden, euch danach nach Pericum zu begeben und euch dort vor einem ordentlichen Gericht zu verantworten? Selbstverständlich. Ich werde mich für, wie ich auch hier bin, jedem ordentlichen Gericht, das dem Herrn Prios huldigt, verantworten. Also, Ankläger Gumur, behandelt nur diejenigen Angelegenheiten, die diesen Prozess und seine Anklagepunkte behandeln. Danke. Ja, entschuldigt. Es geht um Folgendes. Ihr wart ja bestimmt selbst anwesend. Möchtet ihr einmal so frei sein und uns schildern, wie es denn aus eurer Sicht geschehen war? Möchtet ihr eure Frage wohl präzisieren? Wir werden kaum die Zeit haben, den gesamten Hergang der letzten 2 Wochen hier aufzuführen. Es geht mir nur um den Moment, bevor ihr da das Waisenhaus getreten seid, bis ihr zu der Entscheidung gekommen seid, dies niederzubrennen. Ich trat binnen Jahr und Tag in kein Waisenhaus. Mögt ihr einmal die Urkunde selber lesen? Ich kann sie euch bringen. Und Gumur stapft zu dir herüber und legt dir ein Dokument vor. Ja, da seht ihr. Kannst es kurz überfliegen. Es ist ein Kaufvertrag, wurde am 30. Ingrim, also vor ungefähr 8, 9, 10 Tagen unterschrieben. Dabei geht es um einen Kaufvertrag mit weiteren Nutzungsrechten, die Räume dort weiterhin wohnen lassen können. Aber es sind wohl einfach nur Fingerabdrücke, die da wohl als Unterschrift dienen und irgendein Krakel dahinter. Du liest den Kaufvertrag kurz durch. Die Gräulme haben ihr Casino wohlweislich, um auch Steuern zu sparen, ein paar Straßenkindern übertragen, die damit die vollen, nicht die vollen Nutzungsrechte bekommen, aber die vollen vollwertigen Eigentümer sind. Und damit gehört ihnen sowohl das Casino als auch der Keller und der gesamte Besitz. Die Kinder sind die Käufer, ja? Und die Kinder haben wie viel bezahlt? Das muss ja im Vertrag drinstehen. Einen symbolischen Dukaten. Nun, was ich hier sehe, ist ein Vertrag, der null und nichtig ist. Schließlich bedingt die Gültigkeit eines Vertrages, dass beide Seiten aus dem Handel etwas bekommen. Und ein einzelner Golddukat für ein solches Gebäude. Und lasst mich euch sagen, mein liebes Publikum und natürlich eure ehrenwerten Herren Richter, dass es ein sehr prächtiges Gebäude war, wenn man von der dämonischen Verseuchung absieht, ist wohl kaum angemessen für einen Dukaten zu erwerben. Entsprechend kann dieser Vertrag, und natürlich nur zum Schutze eures eigenen Gewinnes, nicht rechtens sein und ist als solcher als hinfällig zu betrachten. Ha, ich kann das verstehen, aus eurer Sicht. Zumal, was auch immer hier drin steht, im gesamten Haus kein einziges Kind, weder weisend noch sonst wie, vorzufinden war. Wenn dies also ein Waisenhaus war, das, wie hier steht, übergeben wurde zum 30. Ingrim, warum war es dann noch voll geschäftstüchtiger Gräume,
die dort ihres Handwerkes, das ich später näher beleuchten werde, nachgingen. Und kein Kind, das dort, ich weiß nicht, lebte oder auch nur anwesend war. Ach, ist Humbug! Lüge! Betrug! Ich darf euch das offenlegen. Jemand wie euch mag das nicht vertraut sein, weil euch die Götter so entfernt sind. Aber was wir Gräume, oder meine gräumischen Brüder und Schwestern da taten, war ein Dienst an Travia, ein Geschenk für die Kinder, weil die Kinder auf der Straße gelitten haben. Jemand, der wie ihr so weit entfernt ist von so etwas, mag das nicht merken, aber es ist wichtig. Ja, es ist wichtig. Und warum die Kinder nicht zum Zeitpunkt gegeben waren, das ist doch offensichtlich. Ihr müsst doch wissen, dass Kinder, so arme Straßenkinder, Waisenkinder, auch betteln müssen, denn auch sie müssen essen. Dass euch so ein Prinzip nicht bekannt ist, wundert mich doch gar sehr. Nun, wäret ihr ein Travia-gefälliger Mensch, wie es eure Finanzmittel sicherlich zulassen. Und sie lassen es zu, schließlich habt ihr den Kindern ein sehr prächtiges Bankgebäude übermacht. Euer Gnaden Ukurian, würdet ihr wohl die Spekulationen über die Ethik und Moral des Anklägers unterlassen? Verzeiht, euer Ehren. Kommt dann also bitte auf eure Frage, Ankläger. Ja. Ich habe hier Berichte, die aussagen, dass ein gar Feuer-Dämon-Elementar-ähnliches Wesen sich auf das Haus zubewegte, von eurer Gruppe ausgehend. Ist dies korrekt? Dies, Frage aus dem Off, Frosty, haben wir das gesehen? Ich weiß nicht, wie die Djinne sich bewegen. Also, es war definitiv als Feuerwesen zu erkennen und wenn du magiekundig bist, kannst du das sicherlich auch differenzieren. Magiekunde 4. Aber an der Stelle, Ademir hat das Ganze in der Akademie gemacht, also fernab von uns. Das heißt, er ist nicht aus unserer Richtung gekommen. Ademir hat es so gemacht, dass er nicht gesehen wurde und ihr habt den Brand dann genutzt. Ein Wesen aus Feuer ist in dieses Casino reingegangen. Und nach einem kurzen Löschversuch, der dann auch geklappt hat, seid ihr wie eine Eingreiftruppe dann reingestürmt. Genau. Also es ist rein offensichtlich ist es nicht, dass dieses Flammenwesen zu euch gehört. Das ist jetzt Spekulation, das müsste man jetzt den Richtern verkaufen. Verzeiht, dürfen wir die Frage noch einmal wiederholen? Dass ein Flammenwesen, Dämonenwesen, ähnliches Wesen aus eurer Richtung in Richtung des Hauses vorrückte. Die Richtung. Von meiner Position aus bewegte sich kein Flammenwesen auf das Haus zu, wohl aber konnte ich eine Flammenbildung sehen, die das Haus in Angriff nahm. Wenn ich Berichte lese, kann ich hier lesen, dass der andere Angeklagte, Jamorenis, laut schrie: Ich habe es nicht unter Kontrolle, flieht, flieht. Können wir dann also annehmen, dass das Flammenwesen von ihm ausging? Ich bin nicht magiekundig. Ich möchte in dieser Stelle eine Aussage entsprechend differieren. Wisst ihr, ob Herr Morenis ein Flammenwesen fähig ist zu beschwören oder schon beschworen hat? Einmal mehr mit meinem fehlenden Magiekunde mir hier zum Verhängnis. Aber ich... Vermutlich, ja. Hat Herr Morenis jemals von so einem Flammenwesen euch gegenüber berichtet? Ja. Und kann Herr Morenis irgendeine andere Erklärung vermutlich voranbringen, warum dieses Flammenwesen da war? Ich werde keine Vermutungen ob der Aussagen meines Kameraden anstellen. Das ist natürlich euer gutes Recht. Also, nachdem dann die Sicherheitsmaßnahmen des Waisenhauses dieses Flammendämonenwesen aufhielten, was tatet ihr? Wie es sicherlich die Pflicht eines jeden guten Menschen ist, auch wenn es sich hier um ein Gräumenhaus handelte. Was soll das bedeuten? Auch wenn ein Gräumenhaus? Was ist das für eine Aussage, mein Herr? Ich bin mir sicher, seine Gnaden Ukurian möchte diesen Gedanken nicht fortfahren, sondern mit seiner Zeugenaussage fortfahren. Die Bedeutung dessen wird noch zutage kommen. Sind wir selbstverständlich in das Haus eingedrungen, um die Gesamtheit dieses Vorhergangs zu überprüfen. Schließlich war hier starke Magie am Werk. Richtig. Ihr zogt es vor, mit gezogener Waffe das Haus zu stürmen, ist dies korrekt?
Ich wiederhole noch einmal, dass ihr ein offensichtlich magisches Wesen und offensichtlich dämonische Verseuchung vorhand hatten. Ihr zogt also eure Waffe, ist das korrekt? Dies ist nicht korrekt. Ich gehe mit meiner Waffe im Halfter in dieses Haus hinein. Ich habe Zeugenaussagen, die etwas anderes behaupten. Dann strafe ich diese Aussagen Lügen. Also du lügst gerade. Nein, ich lüge nicht. Ich bin mit gestecktem Schwert reingekommen. Du hast dein Schwert gezogen. Stimme aus dem Off. Ich musste eine Körperkraftprobe ablegen, die ich im Übrigen gekrittet habe, um mein Schwert zu ziehen. Ja. Du hast es beim Reingehen. Ja, Entschuldigung. Nicht beim Reingehen. Wir standen drin. Erst nachdem wir auf uns geschossen wurden, habe ich dieses Schwert gezogen. Genau. Entsprechend hat dein Ankläger gerade ein paar Lügenzeugen losgestellt. Und wer auch immer mir etwas Gegenteiliges behauptet, den soll sich doch gerne vor dem Herrn Prius dafür rechtfertigen. Denn ich lüge nie. Ja, gut, gut, gut. Gut, gut. Also dann seid ihr in das Innere des Gebäudes vorgerückt. Was habt ihr dann getan? Wir trafen auf, wenn ich mich recht entsinne, einen Räumen. Er sah ein wenig angesenkt aus, wenn ich mich nicht täusche. Und dann? Mein Begleiter Boltax führte ein sehr kurzes Gespräch mit ihm, bot ihm, ich werde keine Vermutungen anstellen, das könnt ihr dann von ihm erfragen, woraufhin der Gräum sich anschickte, seine Geschütze, ich bin mir nicht sicher, wie sie bedient waren, auf uns zu setzen. Nachdem diese Schüsse verfehlten, wehrten wir uns selbstverständlich gegen diesen Angriff auf einen Geweihten. Ist es richtig, wenn ich hier lese, dass euer zwergischer Begleiter sagte, dass die Gräume verschwinden sollen für einen Edelstein oder er würde sie mit einem, entschuldigt, auch meine Magiekenntnis ist nicht die beste, lasst es mich zitieren, einem Archophaxus angreifen? Stimme aus dem Off, das kann Jala nicht wissen, weil das hatte ich... Jetzt auch gerade. Da ich des Gräumisch nicht mächtig bin, kann ich zum Hergang dieses Gesprächs keine Aussage tätigen. Könnt ihr denn das... Das war eine Unterhaltung auf Gräumisch, ne? Ja. Wow. Könnt ihr denn das Wort Archophaxus erkennen? Ich habe das Wort Archophaxus nicht vernommen, noch irgendein anderes Wort, dessen Aussprache oder Bedeutung zu erkennen ich mächtig gewesen wäre. Ihr kennt die Feinheiten eurer Sprache sicherlich besser als ich. Ja, natürlich. Da mögt ihr nicht Unrecht haben. Als ihr dann in der Mitte dieses Gebäudes standet und nachdem dieses Gebäude sich wohl, ja, sagen wir mal, eurer Erstürmung erwehren mochte. Einspruch! Das ist eine sehr harte Anschuldigung, die nicht aus den gegebenen Tatsachen sich widerspiegelt. Erstürmt wurde hier nichts. Ihr rücktet doch vor, oder nicht? Wir traten ein. Erstürmen würde bedeuten, dass wir dies gegen Widerstand taten. Naja, der bewohnende Grollm schien euch ja verweisen zu wollen. Einspruch stattgegeben. Wählt eine andere Ausdrucksweise.